Ich höre immer wieder, wie Leute nach ihrem richtigen Ort suchen, nach einem schönen Ort, nach einem meditativen Ort mit spirituellen Menschen und Yoga und Meditation etc. So eine heile Welt, ja, so ein Ökodorf oder ein spirituelles Zentrum oder eben Platz in der Natur, ja, so in der Hoffnung, dann dort anzukommen oder dann dort sich verwirklichen zu können und sich dann dort endlich wohl und geborgen zu fühlen und in Verbindung zu kommen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man dort Menschen trifft, die genauso sind, die genauso sensitiv sind, die genauso wach und sind und Interesse an Bewusstseinsentfaltung haben. Das ist total nachvollziehbar. Geht mir letztlich auch so. Das Ding ist, so klappt's nicht wirklich. Ja, das ist nicht wirklich der effiziente Weg, weil wir können viel mehr. Wir müssen nicht das suchen, wo wir uns wohlfühlen. Wir müssen das nicht im Außen suchen und ja, also uns auf die Suche machen und nach dem perfekten Ort suchen, den wir uns wünschen. Das klappt sowieso nicht. Es ist viel besser, das, nach dem du dich sehnst, da, wo du bist, selbst zu erschaffen. Darum geht's. Du musst nicht dein Zentrum oder dein Ort oder das, wo du, das, was du dahin projizierst, im Außen suchen und über den ganzen Planeten reisen. Nein, erschaff's doch einfach selber. Da, wo du bist, fang direkt dort, wo du bist, an und erschaffe das ganze Universum, was du dir wünschst, einfach selbst, von null. Und das kannst du tun, genauso wie du alles, was du jetzt in deinem Leben hast, auch quasi erschaffen hast. So kannst du auch was völlig Neues erschaffen, was viel Schöneres, was Unvorstellbares. Und der Punkt ist, einfach anzufangen. Wenn du eine schöne Gemeinschaft möchtest, dann erschaffe die um dich rum. Biete Gruppen an, mach meinetwegen eine lokale Gruppe, wie ich das ja immer vorschlage. Ja, oder mach das, was du anbieten kannst und komm in deine Kraft, weil dieses Suchen nach dem, wo du dich hinsehnst, das ist auf eine Art schwächen, weil es gibt sowieso nicht in der Form und dann bist du immer, wie soll ich sagen, du bist dann abhängig von etwas im Außen. Das ist zwar als Idee schön, weil man sich dann da vielleicht ausruhen kann oder sich da scheinbar verwirklichen kann, aber du brauchst das doch gar nicht. Fang doch einfach da an, wo du bist und erschaff das, was du möchtest, direkt. So mache ich das ja auch. Ich wohne mitten in Dresden. Und das können wir. Die, die an dem Punkt sind, die können das. Die müssen einfach nur anfangen. Sie müssen daran glauben und loslegen. Und zwar so, wie sie das möchten. Auf der Ebene, wie sie es möchten. Dann hört das Herumsuchen auf und aus dem Suchen wird ein Gestalten, manifestieren. Also ich suche nicht mehr. Ich erschaffe einfach das, was ich möchte. Und das kann jeder so machen. So, und dann haben wir lauter kleine Inseln, dann haben wir lauter kleine Kraftorte, nicht an physischen Orten, sondern jeder Mensch. Und dann können wir uns ja trotzdem zusammenfinden. Aber es ist doch viel effizienter, wenn du das, was du dir wünschst, einfach direkt erschaffst und nicht verzweifelt herumsuchst. Also das ist wirklich der Vorschlag, weil das höre ich ganz oft. Und warum im Außen suchen? Fang einfach an. Fang direkt an, räum alle Hindernisse beiseite und wenn du Hindernisse im Geist hast, die du nicht zur Seite räumen kannst, dann komm einfach her zu einer Gruppe. Ich räume das zur Seite, wenn du das möchtest. Es gibt da keine Grenzen. Ich sage, es gibt da keine Grenzen. Die Grenzen haben wir nur im Geist, wenn überhaupt. Das, was wir uns vorstellen können, können wir umsetzen. Und je verrückter unsere Vorstellungen sind, je weiter die gehen, je unvorstellbarer das wird, desto mehr können wir umsetzen. Also lasst uns doch einfach das Paradies erschaffen, was wir uns wünschen. Jeder. Und dann treffen wir uns da. In Wirklichkeit ist das sowieso,
derselbe Traum, den wir da haben. Wir träumen alle denselben Traum. Und wir kommen alle am selben Punkt raus. Und das ist dann eine Welt, wo das Dunkle, was wir jetzt hier sehen, einfach nicht mehr vorhanden ist und wo das keinen Platz mehr hat. Und vielleicht bei der Gelegenheit nochmal so ein paar Worte zu Energielenkung und ja, wie das zusammenhängt, Ereignisse und Manifestationen und Geist und Energie. Wenn ich was erschaffen will, muss das ja erst in meinem Geist da sein. Da geht's ja los, ne? Es erscheint im Geist. Ob wir das nun als Individuum machen oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal beiseite, sondern wir tun einfach mal so, als ob unser Traum, als ob wir den machen und der in unserem Geist erscheint. So, wenn der im Geist erscheint, dann ist das ja schon eine Manifestation, eben auf einer feineren Ebene. Und wenn ich das nähere im Geist, dann wirke ich bereits auch auf die physische Ebene ein. Weil wenn ich mir was im Geist vorstelle, dann beinhaltet das ja Orte, Menschen, Ereignisse, Zeiten hier auf der Erde, also in der Physis. Also wirklich bereits darauf ein. Allein die Vorstellung zum Beispiel in deiner Stadt oder an dem Ort, wo du wohnst, so eine schöne Gemeinschaft zu haben oder ein Meditationszentrum. Nur diese Vorstellung wirkt sich schon auf alles aus. Und je mehr man da Energie reinsteckt, desto schneller manifestiert sich das dann. Und diese Vorstellung, die ändert die Energie an diesem Ort. Wenn ich also an einen bestimmten Ort denke und mir vorstelle, dass da ein schönes Zentrum entsteht, ändert sich schon die Energie an diesem Ort. Halt kaum merkbar. Aber damit geht's los. Und das heißt, wenn ich das weitermache und weiter nähere, dann steigt an diesem Punkt, in diesem Ort, die Energie und das so lange, bis sich das dann dort auskristallisiert in der Physis. Und wir sind natürlich nicht an dem Punkt, dass wir so mit der Hand schnippen können und da entsteht ein Meditationszentrum auf der materiellen Ebene. An dem Punkt sind wir noch nicht, Gott sei Dank, würde ich mal sagen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Es dauert einfach ein bisschen länger und wir müssen da viel Energie reinstecken. Und so erschafft man das, was man möchte.